ein herzliches Nihao an die chinesischen Gäste hier natürlich auch. Woher kommen wir eigentlich? Aus welcher Energiestruktur kommen wir? Ich möchte mal einen kurzen Blick zurückwerfen, um auch deutlich zu machen, was wir vor welchen Veränderungen wir stehen und warum eben ein solches Pilotprojekt eines virtuellen Kraftwerks so wichtig ist und auch so wichtig für Nordrhein-Westfalen. Anfang der 90er Jahre hatten wir in Deutschland noch einen Anteil von erneuerbaren Energien am Strom von 3,4%. Damals gab es vor allen Dingen die großen Strukturen, die großen Kraftwerke in Gigawattgröße, also in Millionen Kilowatt. Wir hatten die großen Stromtrassen, die sich natürlich zwar immer weiter verzweigten, aber im Grunde genommen Einbahnstraßen waren. In den letzten 14 Jahren haben sich dagegen enorme Entwicklungen und Veränderungen vollzogen. Weg von großen Kraftwerken hin zu kleinen erneuerbaren Einheiten im Kilowattbereich, natürlich auch in mittleren Größen, weg von den großen Strukturen, weg von den großen Energieversorgern hin zu den kleinen erneuerbaren Energienanlagen. Von 3,4% im Jahr 1990 kommt, sind wir bei 24% Anteil erneuerbaren Energien, hin zu Anlagen auch, ja, die nicht permanent zur Verfügung stehen, hin zu Privatpersonen, denen eben diese Stromerzeugungsanlagen gehören. Mittlerweile gehören 40% der erneuerbaren Energienanlagen Privatpersonen und die großen Energieversorger haben nur noch einen Anteil von 6,5%. Hin zu Stromleitungen, die auf einmal viel größere Voraussetzungen haben, weil an den Stellen, wo bisher nur Strom verbraucht wurde, auch Strom erzeugt wird. Und diese eben beschriebenen radikalen Veränderungen machen das Geschäft zugegebenermaßen der Versorgungssicherheit erstmal nicht einfacher. Aber es gibt eben genau schon längst diese technischen Ideen und Umsetzungen. Und eine dieser Ideen ist das hier beschriebene virtuelle Kraftwerk. Mein Kollege Herr Schmelzer ist schon tiefer darauf eingegangen. Deswegen möchte ich nur noch mal ergänzen, dass ich der Meinung bin, dass wir der Meinung sind, dass Nordrhein-Westfalen ideale Voraussetzungen hat, um genau ein solches virtuelles Kraftwerk hier in Nordrhein-Westfalen tiefer und mehr in der Breite auch anzuwenden. Denn zum einen haben wir große Ausbauziele für die erneuerbaren Energien. Das heißt, auch dort passiert in nächster Zeit noch viel und haben gute Voraussetzungen. Und ein wichtiger weiterer Punkt ist, wir haben die Industrie, die den Strom verbraucht. Denn um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten, dürfen wir nicht immer nur auf den Bereich der Stromerzeugung schauen. Wir müssen uns auch den anderen Bereich angucken, wo und wann und wie wird eigentlich Strom verbraucht. Und dieses Gegengewicht, das stellt vor allen Dingen die Industrie, aber natürlich auch die Ballung der vielen Energieverbraucher im Privaten dar. Und da besteht das große Potenzial, dort den ersten Ausgleich hinzubekommen und im Zusammenspiel dann mit Speichern, mit flexibel regelbaren Kraftwerken, dann eben das als gesamtes großes virtuelles Kraftwerk zu begreifen und auch umzusetzen. Ich bin davon überzeugt, mit diesem Pilotprojekt können wir praktisch und eben gemeinsam mit der Industrie, mit allen, die in Nordrhein-Westfalen innovativ unterwegs sind, gemeinsam zeigen, dass wir das, was wir eigentlich schon lange wissen, auch wirklich hinbekommen und dass das auch wirklich klappt, eine Vollversorgung mit erneuerbaren Energien und gleichzeitig mit der Versorgungssicherheit. Und das wollen wir bei uns in Nordrhein-Westfalen im Industrieland, im Energieland Nummer 1 zeigen. Und daher bitte ich um die Unterstützung für unseren Antrag. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Brems. Für die CDU-Fraktion erteile ich Herrn Kollegen